Der Tiroler Adler, ein Symbol für Stärke und Freiheit. Herzlich willkommen bei Hautnah. Heute geht es aber um das ebenso schöne wie stolze Gegenstück dazu, nämlich die Tiroler Adlerin. Ich bin heute ganz darin gekleidet und die Designerin bzw. die Erfinderin der Tiroler Adlerin, die ist heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Margret Schierstl. Hallo. Grüß Gott, hallo. Die Tiroler Adlerin besticht ja durch ein bisschen was Luftiges, aber auch durch eine gewisse Bodenständigkeit. Wie würdest du jetzt eure Mode beschreiben? Die Mode der Tiroler Adlerin, das ist, glaube ich, eine sehr geglückte Kombination zwischen Tradition und Moderne. Sie ist heimatverbunden, sehr regional auch angesetzt durch die regionalen Produkte, die wir mit einbeziehen, also zum Beispiel den starken Lohn. Was euch ja besonders wichtig ist, dass ihr auch ökologisch korrekte Produkte verwendet, oder? Ist das ein großes Thema bei euch? Das ist ein großes Thema. Wir verwenden hauptsächlich heimischen Lohn, der im Tal erzeugt wird, also vor Ort und ohne Chemie hergestellt wird. Dann haben wir auch tolle Hanfprodukte mit einem ökologischen Nachweis und natürlich unser altes Bauernleinen, das wir mit einbeziehen in die Kollektion, das wirklich im Zillertal früher gearbeitet wurde auf Webstühlen vom angebauten Flachs, also der bei den Bauern angebaut wurde. Also sehr traditionell, aber wenn man uns jetzt anschaut, auch sehr modern. Also da kommt ja wirklich ein richtiger Pep da in die Mode. Also das ist jetzt nicht nur Tradition, sondern auch eben der neue Weg so ein bisschen in eine neue Richtung, oder? Dieser Weg ist, glaube ich, entstanden dadurch, dass ich auch eine leidenschaftliche Künstlerin bin und die Tiroler Adlerin ja als Kunstfigur eigentlich ungeplant entstanden ist. Und das wäre, glaube ich, nicht ich, wenn ich da ein bisschen so was anderes als eine Modernität mit einfließen würde in die Kollektion. Momentan ist es so, dass der traditionelle Look, also der Trachtenlook, ist ja wieder ganz in. Viele junge Leute kleiden sich wieder trachtig. Ist das ein bisschen so eine Traditionssuche? Wie siehst du das? Ich sehe das, also Tradition wird momentan ganz hochgeschrieben. Das ist, glaube ich, ein Suchen nach Heimat. Mhm. Es ist Sehnsucht in den Leuten, speziell in den jungen Leuten. Die haben oft keine Bodenhaftung mehr, in dem Sinn, dass sie ein geborgenes Zuhause haben, eine gut strukturierte Familie, wo eben nur eigene Erzeugnisse, wo sie das mitverfolgen können, wenn zu Hause was gekocht wird und der Teig gemacht wird, wo gehandarbeitet wird. Und die Suche nach diesem Traditionellen ist momentan ganz stark. Das ist, glaube ich, auch dadurch gegeben, dass eine Überflutung von Massenprodukten auf dem Markt ist und dass so eine schnelllebige Zeit ist. Mhm. Die Werte wurden aufs Materielle verschoben und jetzt kommt das wieder zurück und jeder sucht wieder das Heimelige und ja. Das Zuhause, die Heimat. Und auch so ein bisschen so ein Einzelstück oder Unikat, ja, oder? Genau. Nicht immer diese Massenware. Dass man wirklich was anhat, was jetzt ja, eben durch den Druck oder durch eben die Verarbeitung einfach einzigartig ist. Welche Leute kaufen jetzt bei euch? Ist das bunt gemischt? Das ist ganz bunt gemischt. Ja? Und ich würde mir jetzt ganz schwer tun, die Leute einzuordnen, mhm. weil wir haben wirklich ein Kundenpotenzial von ganz jung bis ganz alt, für junge und junggebliebene. Mhm. Und aus wirklich allen Berufen, mhm. da kann ich sehr. Und in eurem Host finden nicht nur die Tiroler Adlerin etwas zum Ansehen, sondern auch der Tiroler Adler, oder? Es gibt auch die Männerabteilung bei euch, also ja, auch wenn es Tiroler Adlerin heißt. Und das freut uns besonders, dass die Männer da sehr wohl unterscheiden können. Das ist jetzt die Marke Tiroler Adlerin, aber die hat auch eine Männerkollektion. Mhm. Und die mögen unsere Produkte sehr gern, weil sie auch eben modern traditionell sind und viele junge Leute sagen dann, jetzt habe ich auch was Cooles an. Und da bedienen wir auch eben die ganze Altersgruppe, also von ganz jung bis 70, 80-Jährige. Und euer Sitz ist aber im Zillertal? Unser Sitz ist im Zillertal. Wir haben wirklich ganz einen kleinen Adlerin-Host, wenn man das so nennen darf. Es ist eher so eine heimelige Stube, unser Geschäft. Und die Leute fühlen sich wohl und ich glaube, das ist die Hauptsache.
Denkst du ans Expandieren ein bisschen? Also gibt es Filialen, geplante Filialen, vielleicht einmal eine in Innsbruck zum Beispiel? Also das würde uns sehr freuen. Natürlich ist wieder logistisch gesehen ein großer Mehraufwand für uns, wäre das. Aber so ein kleines Lokal in der Altstadt zum Beispiel, also das würde sich, glaube ich, für die Tiroler Adlerin sehr gut anbieten. Wie funktioniert das jetzt bei dir? Also du hast vielleicht ein Design im Kopf oder einen Gedanken, irgendwas Kreatives. Wie bringst du das dann aufs Papier bzw. auf den Stoff? Bei mir ist das so, ich habe immer einen Stapel Stoffe in meinem Atelier. Und natürlich, dadurch, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin, bin ich immer offen für neue Sachen. Dann habe ich natürlich meine ganzen Siebe, wo ich die verschiedenen Muster drauf habe und Rapporte und Sprüche und Farben. Und dann aus heiterem Himmel heraus setze ich das dann eigentlich um, was mir so vorschwebt. Also ich bin da nicht die große Zeichnerin, wo ich jetzt einmal entwirft und so, sondern ich reagiere da sehr spontan. Wir waren bei dir vor Ort und haben ein bisschen hinter die Kulissen geschaut und jetzt schauen wir uns jetzt gemeinsam an, wie da so gewerkt wird bei euch. Das hübsche Model, das war übrigens deine Tochter, die was zusammen mit dir arbeitet. Die hat ja sogar BWL studiert und ist jetzt dann doch wieder in den Adlerhorst zurückgekehrt. Und vor allem seid ihr ja auch ein gutes Team, oder? Also wenn man auch da so zuschaut. Also ja, das kann man eigentlich schon sagen. Also sie ist kreativ in allen Bereichen, also nicht nur marketingmäßig, sondern auch was Mode anbelangt. Sie hat ein sehr gutes Auftreten und sie steht voll hinter der Marke. Und das wird einmal auch ihr weitermachen sei, weil wenn die Melanie nicht gewesen wäre, die dann gesagt hat, Mama, das taugt mir, dann hätte das ja nicht so weiter forciert. Mode ist ja allgegenwärtig, also jede Saison buhlen ja, ich weiß nicht, wie viele Modelabels um ihre Kunden. Was hebt euch eigentlich ein bisschen davon ab? Also uns hebt einmal ab, dass wir einmal ziemlich klein sind. Und diese Kleinheit hat natürlich auch ganz viele Vorteile, weil wir sehr schnell reagieren können und agieren können auf, ich sage jetzt nicht einmal Trends, aber einfach auf neue Sachen, die uns wieder einfallen. Und wir lassen ja nur sehr kleine Kollektionen produzieren von dem, was wir produzieren. Und wir sind sehr individuell, also wir gehen auf den Kunden sehr stark ein. Also da kann es schon mal sein, dass man so ein Unikat sich wünscht und das dann auch so wirklich so bekommt, wie man sich das vorstellt, oder? Genau, im weitesten Sinne schon. Mhm. Nur manchmal muss ich dann schon die Kundschaft ein bisschen einbremsen und sagen, nein, das geht jetzt der Adlerin zu weit, das macht sie nicht mehr mit. Aber sonst mag ich sehr gern, wenn die Kundin natürlich sagt, ich möchte jetzt diese Boote von denen, die ich jetzt zeige, oder ich möchte das Band lieber da haben oder den Druck so und so. Also da kann ich schon... Gehen wir nochmal zurück zur Adlerin, zum Logo. Welche Attribute hatten die Adlerin? Die Adlerin hat sehr starke Attribute, dadurch auch eine sehr hohe Erkennbarkeit auf dem Markt. Sie hat ein erhobenes Haupt mit einer Krone für den Stolz, für den Mut. Mhm. Dann hat sie starke Arme zu Fäusten. Das ist jetzt nicht ein Zeichen für Gewalt, sondern im Gegenteil, die sagt, ich bin da, ich packe an, ich scheue mich nicht, etwas auf die Beine zu stellen. Dann steht sie mit beiden Beinen fest am Boden, also sie ist bodenständig.
Und sie hat Flügel, das ist ganz besonders wichtig für die Adlerin, weil es der Ausdruck für die Kreativität ist. Du bist ja auch eine starke Frau. Siehst du die Tirolerin auch so wie deine Tiroler Adlerin? Wenn ich an meine Kunden denke, dann muss ich sagen, ich sehe die Tirolerinnen im weitesten Sinne, also sehr viele Tirolerinnen sind Adlerinnen. Und die es zu dem Zeitpunkt, wo sie zu mir ins Geschäft kommen, noch nicht sind, die gehen aber die als Adlerinnen aus, weil die sagen dann oft, jetzt habe ich eine Adlerin geworden, ich fühle mich jetzt auch so stark. Ja. Und das ist ja doch schön. Was trägst du selber gern eigentlich? Ich trage selber am liebsten Grundgarderobe schwarz und dann schon manchmal einen Farbtupfen, aber immer auch dazu was Bodenständiges, wie jetzt zum Beispiel diese Lohnjacke. Kannst du dich an das letzte gekaufte Stück eigentlich noch erinnern? Also nicht von dir jetzt? Ja, da kann ich mich schon erinnern, weil das liegt nicht sehr weit zurück. Das war ein Hosenkauf, weil wir leider in unserer Kollektion noch keine Hosen führen. Und dadurch, dass ich wie ich schon gesagt, die Marke eher langsam, wir sie langsam entwickeln lassen. Auch das ist unser Vorsatz. Also wir wollen nicht sehr groß, sehr schnell groß werden, sondern eher langsam. So wird dann zu einem späteren Zeitpunkt auch dieser Kauf bei anderen Geschäften wegfallen und ich meine eigenen Hosen tragen können. Woher inspirierst du dich eigentlich? Woher kriegst du Inspiration für deine Designs? Gibt es Vorbilder? Also die Hauptinspiration ist dann wirklich unser Land. Mit allen Naturschönheiten, ob das schöne Wasserfälle sind, wenn ich durch den Wald spaziere oder Bäume oder der Morgenreif. Also es fließt das alles ein. Inspiration ist auch mein Aufwachsen auf dem Bauernhof. Das heute immer mehr kommt, je älter ich werde. Inspiration sind auch Modeschöpferinnen. Und Modeschöpfer und vor allem natürlich die Vivienne Westwood, die ich liebe als Modeschöpferin. Wie ist das jetzt so als Designerin? Da ist man ja ganz froh, wenn so prominente Leute die Designs dann auch anhaben. Hast du da jemanden im Hinterkopf oder denkst du, wenn diese Person meine Kreationen anhält, das wäre ganz was Tolles? Zuerst muss ich einmal sagen, ich bin stolz über jeden Kunden, der bei mir einkauft und ich freue mich immer, wenn er auf der Straße geht, bei jedem Kunden, egal wer das ist, wenn er was von uns anhat. Und ich gehe dann sehr oft auch zu denen hin und begrüße die, weil ich einfach so eine Freude habe. Von den prominenten Tirolerinnen, da muss ich sagen, sind einige schon von mir eingekleidet. Ich möchte jetzt aber die Namen nicht nennen. Es sind Politikerinnen, es sind tolle Frauen. Aber was mir natürlich sehr gefallen würde, das wäre einmal, wenn die Vivienne Westwood durch London ginge und von der Tiroler Adlerin eingekleidet wäre. Das ist eigentlich ein gutes Ziel. Das würde mich schon sehr freuen. Wir wünschen auf jeden Fall alles Gute für einen weiteren Weg. Toi, toi, toi. Und danke fürs Hiersein im Studio. Ein kleines Geschenk noch. Die Weltwende, wie eine grüne Wirtschaft, neue Politik und höheres Bewusstsein die Zukunft gestalten. Auch etwas Nachhaltiges, so wie eure Mode. Danke Vielen fürs Dank. Dabeisein. Dankeschön. Ja, und wenn Sie auch einmal abheben wollen, die Tiroler Adlerin verhilft auch Ihnen zu flügeln. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams von Ihnen verabschieden. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.